Die Integration von Flüchtlingen ist schwierig. Wir fragen, ob die Leitkulturdebatte dabei helfen kann. Unsere Themen im Überblick. Was ist Deutsch? Über Germanen, Goethe und Gartenzwerge. Krisentourismus, Kritik an der Documenta in Athen. Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Da ist sie also wieder, die Leitkulturdebatte. Am Wochenende hat der deutsche Innenminister seine 10 Gebote über das Wesen der Deutschen der Bild am Sonntag offenbart. Wir sind nicht Burka, heißt es da etwa. Und auch die Feststellung, dass die Deutschen sich zur Begrüßung die Hand geben würden, hat für jede Menge im Vorwahlkampf wohl herzlich willkommene Aufmerksamkeit gesorgt. Auf der einen Seite steht der Philosoph Jürgen Habermas. Keine Muslime dürfe dazu genötigt werden, beispielsweise Herrn de Maizière, die Hand zu geben, sagt der Altmeister. Das widerspreche nämlich dem Grundgesetz. Andererseits, was ist so schlecht daran, wenn sich ein Land über seine Identität verständigen will? Es sei an der Zeit, interessiert über das Wesen der Deutschen zu diskutieren und sich nicht länger von der Scham über den Nationalsozialismus blockieren zu lassen. Das hat die Geisteswissenschaftlerin und Autorin Thea Dorn schon 2011 in ihrem Buch »Die deutsche Seele« gefordert. Gleich ist sie bei mir zu Gast. Zuvor ein Überblick über den Stand der Debatte von Hanna Friedrich. Da ist es wieder. Das Gespenst der deutschen Leitkultur und die Frage, was ist Deutsch? Wer sind wir? Und wer wollen wir sein? Dieses Mal hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière 10 Thesen zur deutschen Leitkultur vorgelegt. In der Bild am Sonntag denkt er über das Deutschsein nach und hat damit prompt eine aufgeregte Debatte angezettelt. De Maizière versteht unter Leitkultur mehr als das, was bereits im Grundgesetz verankert ist. Es geht ihm um deutsche Gepflogenheiten und Konventionen. Eine Richtschnur des Zusammenlebens in Deutschland soll es sein. Auch wenn de Maizière vorgibt, sich an alle zu richten, der Adressat ist dennoch eindeutig. Deutsche und vor allem die, die es noch werden wollen. Wer die deutsche Leitkultur ablehne, dem sei Integration fast nicht möglich. Wir sind nicht Burka, so de Maizière in seinem Leitkulturkatalog. Und was noch? Soziale Gewohnheiten. Wir sagen unseren Namen, wir geben uns zur Begrüßung die Hand, heißt es in dem Katalog, und schauen unserem Gesprächspartner ins Gesicht. Eigentlich Binsenweisheiten. Doch nicht immer halten sich die Deutschen selbst an ihre Leitkultur. Und nicht überall kommt deutsche Leitkultur gut an. Wir sind Kulturnation. Allgemeinbildung hat einen Wert für sich. Bach und Goethe gehören der ganzen Welt und waren Deutsche, schreibt de Maizière. Bildung und das Leistungsprinzip werden in Deutschland ein hoher Stellenwert beigemessen. Doch ist das wirklich so? Betreiben wir in Deutschland nicht schon lange Bildungsdumping? Wir sind aufgeklärte Patrioten. Wir sollen unser Land lieben und andere nicht hassen, wünscht sich der Innenminister. Unsere Nationalfahne und unsere Nationalhymne seien selbstverständlich Teil unseres Patriotismus. Doch ist unser Selbstverständnis eine Frage der Fahne und der Hymne? Oder geht es nicht doch um die Werte unserer Verfassung? Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas widerspricht de Maizière. Er hält seine Thesen sogar für verfassungsfeindlich. Das Grundgesetz regle bereits alles. Fest steht, eine Debatte über gesellschaftliche Grundregeln einer Einwanderungsgesellschaft ist wichtig. Doch man sollte die Rückbesinnung auf die eigene Kultur nicht dazu benutzen, andere auszugrenzen. Was also ist Deutschland? Bier und Bockwurst oder doch Bach und Beethoven? Meine heutige Gesprächspartnerin ist in diesen Fragen eine Expertin. Sie rangiert als Schriftstellerin in den Bestsellerlisten, ist seit kurzem festes Mitglied des Literarischen Quartetts und sie hat gemeinsam mit dem Autor Richard Wagner das Buch »Die deutsche Seele« verfasst. Ich begrüße in Berlin Thea Dorn. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Schneeberger.
Klären wir zunächst Grundsätzliches. In den USA ist Patriotismus überhaupt kein Problem. Warum fällt es den Deutschen so schwer zu sagen, das sind wir? Deutschland hat natürlich im Unterschied zu den USA eine extrem verbrecherische Vergangenheit zwischen 1933 und 1945. Und da wurde ein Patriotismus übersteigert zu einem blutrünstigen Nationalismus. Und deshalb ist man erstmal aus gutem Grund vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für ein sehr sympathisches Projekt zu sagen, wir müssen zu sowas wie einem aufgeklärten Patriotismus finden in Deutschland. Dann nähern wir uns diesem sympathischen Projekt, wie Sie sagen. Was ist denn Deutsch die Schlüsselfrage? Versuchen wir das vielleicht anhand der Politiker zu klären. Denn wenn es stimmt, dann spiegelt sich das Land ja auch immer ein bisschen in seinen Politikerfiguren. Was also ist typisch deutsch an Angela Merkel? Na, das ist natürlich eine Frage, die mich auf gefährliches Glatteis locken will. Aber ich versuche es mal spontan. Wenn ich Angela Merkel sehe, fällt mir immer das Wort Bieder ein. Und zwar gar nicht unbedingt in dem teilweise ja bösartigen Sinne, in dem es neuerdings verwendet wird, wo Bieder ja vor allem spießig heißt, sondern früher hieß dieses Wort im Deutschen wacker, rechtschaffen, ehrlich, fromm. Das verband man alles mit Biederkeit. Und in diesem Sinne scheint mir Angela Merkel der Inbegriff des Biederen zu sein. Und Ihr Kontrahent, SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz, was ist an dem typisch deutsch? Na, vom Typus her würde ich den auch für einen deutschen Biederen halten. Und natürlich ist er ein Paradefall eines deutschen Sozialdemokraten, der daran glaubt, dass Aufstieg durch Bildung möglich ist. Also wir alle wissen ja, dass er kein Abitur hat, aber er ist Buchhändler. Also eben er liebte die Literatur oder liebt sie vielleicht sogar immer noch. Und das, glaube ich, ist auch was sehr Deutsches. Apropos Kultur. Ein Schlüsselwort in der ganzen Debatte ist das Wort Kulturnation. Warum spielt dieser Begriff Kulturnation eine so große Rolle? Weil die Deutschen lange in Kleinstaaterei zerlegt waren. Die Deutschen waren lange eine Kulturnation, bevor sie zur politischen Nation wurden. Also etwa um 1800 herum dürfte in Europa kaum einer einen Zweifel gehabt haben, dass die beiden großen Kulturnationen Frankreich und Deutschland waren. Aber anders als Frankreich, was eben auch politisch eine große Nation war, war Deutschland eben ein Flickenteppich von vielen Kleinstaatereien. Und deshalb ist es auch, glaube ich, kein Zufall, dass die heutigen Debatten immer wieder alle paar Jahre auf diesen Begriff der Leitkultur kommen, weil eben zur deutschen Selbstverständigung seit, sagen wir, rund 220, 230 Jahren der Begriff der Kulturnation eben ganz wichtig ist. Die Vergangenheit kommt in der Debatte überhaupt sehr stark vor. Zugespitzt formuliert Bach ja, Nehner nein. Wie relevant kann ein Identitätsbild sein, wenn es so stark auf Vergangenheit fußt und die Gegenwart so stark ausschließt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, woher Sie die These haben, dass man sagen sollte, Bach ja, Nehner nein. Also natürlich sind das beides ziemlich deutsche Künstler. Man kann jetzt über die musikalische Komplexität streiten. Da würde ich vermutlich auch sagen, dass Bach erheblich komplexer ist als Nehner. Aber natürlich ist Nehner, meinetwegen mit ihren 99 Luftballons, das ist ein so deutsches Lied. Also natürlich ist das selbstverständlich auch ein Teil der deutschen Kultur. Das Problem bei der Debatte ist ja immer das kleine Wörtchen wir. Ist es überhaupt noch möglich, von einer Gemeinschaft, einem geschlossenen Wir zu sprechen angesichts der Globalisierung der Welt? Naja, ich finde es schwierig, den Begriff des Wir zu vermeiden, wenn man über ein Land oder über die Bevölkerung, die Bürger eines Landes redet. Also zum Beispiel hat ja auch Angela Merkel in ihrem berühmt-berüchtigten Satz aus dem Herbst 2015 gesagt, wir schaffen das. Da hat sie das Wir ja auch verwendet. Da hat sich keiner darüber aufgeregt oder keiner gefragt, wer denn da jetzt genau mit dem Wir gemeint ist. Und ein Wir impliziert natürlich auch immer, dass man sagt, da gibt's uns und da gibt's euch. Also wo es ein Wir gibt, gibt's in der Regel auch ein Ihr. Aber ich glaube, das Wir wird erst in dem Augenblick zum Problem, wo es sozusagen ein betoniertes Wir ist, wo man sagt, dieses Wir ist gestanzt, da darf auch kein anderer dazugehören. Wir kann ja auch eine Einladung sein, zu sagen, gehört zu uns dazu. Warum kommt dann im Wertekatalog von Thomas de Maizière eigentlich nicht vor? Zu diesem Wir gehört auch dazu, dass ein gewichtiger Teil der Deutschen Türkisch spricht. Na, zunächst einmal, also de Maizière ist ja, also das ist die Schwierigkeit, wenn man anfängt, 10-Punkte-Pläne oder 10-Punkte-Listen zu machen. Richard Wagner und ich, wir haben in unserem Buch Die deutsche Seele es auf 64 Kapitel gebracht und es hätten wahrscheinlich auch 87 werden können oder 105. Das ist natürlich dann alles immer im Bereich des Hochdiskutierwürdigen, wie viele Punkte man da veranschlagt. Aber historisch ist es nun mal so, dass in Deutschland Deutsch gesprochen wurde und nach wie vor auch wird. Und dementsprechend ist das Türkische kein zentraler Bestandteil der deutschen Kultur. Das ist einfach so.
Also doch die Mehrheit, die bestimmt. Die Leitkulturdebatte wurde von den meisten Kommentatoren in den letzten Tagen belächelt oder für obsolet erklärt. Wie soll jedoch ein Migrant sich orientieren können, wenn ein Land selber von sich sagt, wir brauchen so eine Debatte nicht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn Deutschland ein Einwanderungsland sein will, was es de facto längst ist, dann muss es natürlich den Leuten, die herkommen, auch was anbieten können, zu sagen, das sind wir und entscheidet, ob ihr dazugehören wollt, ob euch das gefällt, was ihr hier findet und ob ihr ein Teil davon werden wollt. Deshalb ist es auch mit Hinblick auf die ganze Immigrationsdebatte natürlich ganz entscheidend, dass wir die Frage beantworten können, wer wir sind. Und in diesem, lassen Sie mich noch einen Satz sagen, zu den vielen Pressestimmen der letzten Tage. Ich war schon überrascht, wie einhellig dann doch die Front zwischen der Süddeutschen Zeitung und meinetwegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war. Eben, dass das alles sehr peinlich sei, was de Maizière da getan hatte. Und man hängt sich ja immer eben an den Begriff der Leitkultur. Also das Leit darf man gar nicht verwenden. Die Vorsilbe, ich frage mich, diese ganzen Herren haben in ihren Zeitungen, die sich alle für Leitmedien halten, haben alle die Funktion des Leitartikels. Und dieser Leitartikel heißt doch schlicht und ergreifend, dass es eine Position, eine Meinung, ein Stück Journalismus ist, was eine besonders relevante Meinung innerhalb dieser Redaktion oder der gesamten Redaktion darstellen soll. Und wenn ich den Begriff, das heißt nicht, dass ich damit sage, alle anderen Artikel in der Zeitung sind nur so nebensächliches Beiwerk, die sind doof, die mache ich schlecht, die gehören nicht dazu. Und genauso würde ich einen sinnvollen Begriff von Leitkultur verstehen, zu sagen, das ist eine maßgeblich relevante, zentrale Position dieser Kultur, die eine lange Tradition, eine lange Geschichte hat. Das bedeutet aber doch nicht automatisch, dass ich über alles andere sage, und das ist gar nichts. Aber ich muss doch Prioritäten setzen dürfen in einem Land und sagen dürfen, das ist zentraler für die Identität, für das Selbstbestimmungsgefühl dieses Landes als andere Dinge. In diesem Sinn hoffe ich, dass uns die Debatte noch lange begleiten wird. Frau Dorn, einen wunderschönen guten Abend nach Berlin. Einen schönen guten Abend nach Mainz. Rund 5 Millionen Muslime leben zurzeit in Deutschland. Der Innenminister betont in seinem Wertekatalog ganz bewusst die christliche Prägung des Landes. De Maizière weiß, die Skepsis gegenüber dem Islam ist größer denn je. Nicht zuletzt aufgrund des Türkei-Referendums. Mauern in den Köpfen der Menschen abzubauen. Darum geht es zwei Deutsch-Türkinnen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Die beiden sympathischen Frauen haben vor 5 Jahren in Berlin ihren eigenen Verlag gegründet. Sie lassen zeitgenössische Werke der türkischen Literatur ins Deutsche übersetzen und bieten Autoren eine Plattform, die es in Erdogans Türkei schwer haben. Die zwei Überzeugungstäterinnen erhalten am Wochenende den Kairos-Preis 2017. Annette Poppenheger hat sie getroffen. Berlin-Kreuzberg, das berühmte SO36. Wer möchte, kann hier ganz bequem seine Vorurteile bestätigt finden. Über das deutsch-türkische Zusammenleben, Kebab-Connection und Kopftuchmädchen. Man braucht nur ein paar Meter über die Straße schlendern. Wie die Schwestern Inci Bürhanje und Selma Welz. Die Verlegerinnen sind oft mit Klischees konfrontiert. Ja? Willst du, mach du. Es fängt schon damit an, dass man gelobt wird, dass man so gut Deutsch sprechen kann, obwohl man hier geboren, aufgewachsen ist, hier zur Schule gegangen ist, hier studiert hat. Das Image des Türken ist ja nicht immer das Schmeichelhafteste und das bekommt man dann auch schon zu spüren. Man verpackt es in Komplimente und sagt, ach, du bist aber anders, aber das ist ja dann in dem Sinne nicht wirklich ein Kompliment. Gegen gängige Stereotype arbeiten die beiden Schwestern seit über einem halben Jahrzehnt mit ihrem Binoki-Verlag erfolgreich an. Übersetzungen zeitgenössischer türkischer Literatur sind ihr Programm. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Ihr Ziel? Eine klischeefreie Zone. Das Verlagsmotto von Anfang an. Was findest du denn am besten? Das oder das? Ja, ich glaube, ich finde das Grüne. Glaubt man Inci Bürhanje und Selma Welz, scheint der Schritt vom Leser zum Verleger ganz leicht. Denn gelernt haben die beiden das Büchermachen zunächst nicht. Es ist auf jeden Fall Naivität gepaart mit Enthusiasmus und Leidenschaft. Und die Besessenheit kommt dann mit der Zeit. Es ist wirklich naiv, wie wir losgegangen sind und die türkischen Verlage ausfindig gemacht haben. Das war unsere größte Sorge eigentlich. Werden uns die Autoren überhaupt die Lizenzen dafür geben? Und dann haben wir gemerkt, oh, das geht, das ist ganz einfach, weil viele da ja schon drauf gewartet haben. Und dann hat uns das wirklich auch noch mehr motiviert, eigentlich weiterzumachen.
Wie schnell das Büchermachen und Verlegersein zu einem politischen Beruf werden kann, haben die beiden Frauen nach 2013, dem Jahr der Gezi-Proteste, gemerkt. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich die Bilder vom Protest der Istanbuler Bevölkerung gegen die Abholzung ihres Parks. Die Demonstranten bestachen mit Witz und Kreativität. Der Protest produziert seine Helden, jeden Tag aufs Neue. Taksimplatz, Istanbul, heute Abend. Ganz Europa guckte in diesem Sommer nach Istanbul. Gezi wurde zum Synonym und Symbol für die junge türkische Protest- und Demokratiebewegung. Es war natürlich ganz klar, dass wir auch dazu was machen müssen. Es passierte am Anfang vieles noch auf Türkisch. Da haben wir auch versucht, so gut es geht, für Transparenz zu sorgen. Und dann kam eben die Idee auf, klar, dass man vielleicht eine literarische Anthologie herausbringt. Dass sie selbstverständlich auch politisch ist, ist klar. Literatur und Widerstand, nicht Reportage und Bericht. 21 Texte, geschrieben und übersetzt in nur 9 Monaten, von Autoren, die alle mit den Protesten zu tun hatten. Das Buch hatte gravierende Folgen für den kleinen, unabhängigen Verlag. Denn seitdem bleiben Übersetzungsförderungen des türkischen Kulturministeriums aus. Unsere Anträge wurden immer hinausgeschoben und in die nächste Runde mit hineingenommen. Und wenn dann die Bücher aber veröffentlicht waren, dann fielen die Voraussetzungen weg für die Förderung und damit haben wir dann keine Förderung mehr erhalten. Das war ein bisschen auffällig nach der Gezi-Anthologie. Eine der Autoren der Gezi-Anthologie ist Gaye Boralioğlu. Für letzte Absprachen zum neuen Buch ist sie nach Berlin gekommen. Die Istanbulerin erzählt von der angespannten Situation in ihrer Stadt, von Verhaftungen und der Angst im Alltag, seitdem Erdogan das politische System aus den Angeln hebt. Ich mache mir wirklich große Sorgen, was meine Zukunft betrifft. Und mit Zukunft meine ich auch den morgigen Tag. Aber der Mensch weiß, dass er allein mit Sorgen nicht leben kann und entwickelt deshalb verschiedene Selbstverteidigungsmechanismen, wie zum Beispiel sich einen Raum zu schaffen, in dem er frei atmen kann. Frei atmen kann Boralioğlu in ihrer Literatur, beim Schreiben. In Der Fall Ibrahim gehen Text und Bild fließend ineinander über. 24 Fotografien entsprechen 24 Geschichten. Wie nebenbei gelingt der Autorin das Porträt der gegenwärtigen türkischen Gesellschaft, geprägt von Gewalt und Missbrauch, voller Widersprüche. Diese zeitgenössische Perspektive macht sie vielleicht zu einer idealen Binoki-Autorin. Für mich war es zunächst ein Risiko, da ich die beiden Schwestern nicht kannte und der Binoki-Verlag noch ganz neu war. Sie hatten noch keine Bücher veröffentlicht, als wir zum ersten Mal über eine mögliche Zusammenarbeit sprachen. Aber die Zeit danach war voll mit Erfolgen und verlief wunderschön. Verlegt wird, was die beiden selber gerne lesen. Etwa ihre jüngste Großtat, Oğuz Atay's 800-Seiten-Roman Die Haltlosen. Ein moderner Klassiker. Als James Joyce der türkischen Literatur bezeichnen ihn manche. Mit der Leidenschaft für Bücher wurden die Schwestern von ihrer Mutter, einer Grundschullehrerin, angesteckt. Über unsere Mutter. Über unsere Mutter, die in ihrem kleinen Köfferchen, was sie aus der Türkei mitgebracht hat, tatsächlich auch Bücher von türkischen Autoren drin hatte. Damit bin ich groß geworden. Also ich habe ja immer eben auf Türkisch gelesen und fand das immer großartig. Eigentlich sind sie zu dritt. Im Feinkostladen von Cidem, der mittleren Schwester, sind natürlich auch die Binoki-Bücher präsent. Geboren und aufgewachsen sind die drei im Badischen. Im zweiten Stock über Familie Kohl war ihre Wohnung. Die Eltern kamen in den 60er Jahren aus der Gegend von Izmir nach Pforzheim. İnci war oft die Erste. Die erste Türkin im evangelischen Kindergarten, in der Grundschule, beim Abitur. Das prägt. Und wo gehören die Schwestern jetzt hin? Sind sie eher deutsch oder türkisch? Beides? Haben Sie beide die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Haben Sie die doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, wir haben beide Staatsbürgerschaften. Mhm. Und seit wann und warum? Auch schon ganz lange. Ich glaube, seit den 80er Jahren schon. Wir haben das relativ früh beantragt, weil es uns auch wichtig war. Wir sind hier geboren und groß geworden. Es war klar, das ist unsere Heimat hier auch. Und die andere wollte ich aber auch nie aufgeben. İnci Bürhanje und Selma Welz. Zwei deutsche Verlegerinnen aus Berlin. Mit Familie in der Türkei. Beim Reden kommen die Leute zusammen.
heißt es. Aber wer hätte gedacht, dass auch das Schwimmen eine durchaus kommunikative Angelegenheit sein kann? Trockenschwimmen heißt der bezaubernde Dokumentarfilm über ältere und alte Menschen, der jetzt in die Kinos kommt. Die Senioren wagen sich nicht nur ins kalte Nass, sondern tauchen auch ab in die eigene Vergangenheit. Eine Reise, die oft weit zurückführt bis in den Krieg. Hier kommen unsere Kulturzeit-Tipps. Ach, es geht ja eigentlich. Schwimmen. 7 Senioren wollen es endlich lernen. Träume und Ängste liegen oft gar nicht so weit voneinander entfernt. In Susanne Kims Dokumentarfilm Trockenschwimmen. Da wir ja nicht mehr die Jüngsten sind, würde ich sagen, wir machen heute ein individuelles Programm. Eintauchen ins Unbekannte. Es ist, als wenn da eine Stein drauf, ich kriege keine Luft mehr. Heiß, kalt, steigt mir bis in den Kopf oben. 1, 2, 3, 4. Halt die Schnur fest. So, jetzt nochmal die Beinarbeit. Anziehen und einen Kreis. Bleib so. Lebensgeschichten in fast schon poetischen Bildern. Trockenschwimmen. Ab heute in Deutschland im Kino. In Lissabon geboren, mit kapverdischen Wurzeln. Die Jazzsängerin Carmen Sosa. Mit ihrem 7. Studioalbum Creology geht sie ab morgen auf Tour durch Deutschland. Kreolische Rhythmen und Jazz von Carmen Sosa. Zum Chillen. Punkti, Punkti, Strichi, Strichi, fertig ist das Mondgesichti. Diesen österreichischen Kinderreim hat der deutsche Maler A.R. Penck zur Kunst veredelt. Dabei ist sein Werk wesentlich subversiver als auf den ersten Blick ersichtlich. 1939 in Dresden geboren, haben die scheinbar naiven Malereien der DDR-Führung nämlich gar nicht gepasst. Anstatt den sozialistischen Menschen zu verherrlichen, hat Penck die Befreiung des Menschen aus gesellschaftlichen Zwängen gefordert. Vorgestern ist der Haudegen der Nachkriegskunst im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben. A. R. Penck, Künstler. A. R. Penck wollte die Welt auf einfache Formeln bringen. Was das bedeutet? Eine neue Bildsprache. Weg vom Akademischen hin zu einfachen Symbolen. Ein bisschen wie in der Höhlenmalerei. Heute nennt man vieles Graffiti, womit Penck begann. Ein Strichmännchen. Er nannte es der Übergang. A.R. Penck überwand viele Grenzen. Penck. Nur ein Pseudonym unter vielen. Eigentlich hieß er Ralf Winkler. Er wurde groß in der DDR. Man versuchte, ihm Mauern in den Weg zu stellen. Der Künstler Penck war alles andere als angepasst. 1980 die Ausbürgerung, anders ausgedrückt, man schmiss ihn raus. Und drüben machte er dann richtig Reibach mit seiner Kunst. Oh ja. Kapitalismus ist halt Kapitalismus. Zeichenkurse mit 14, erste Ausstellungen mit 17. Eigentlich war Penck ein Wunderkind. Zu DDR-Zeiten wollten sie ihn nicht studieren lassen. Da arbeitete er als Briefträger, Nachtwächter, Fabrikarbeiter, Margarinestopfer. Kunst, das war immer etwas, das man auch machte. Eine Kunstdiskussion mit den Kunstkollegen Markus Lüpertz und H.A. Schuld, irgendwann in den 90ern. So wichtig Tour Diskussionen ging er aus dem Weg und zeichnete lieber die Kontrahenten. Später war er Professor für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Er hatte einen merkwürdigen Humor. Einmal sagte er, Pink is out, Penck is out. Das ist nicht wahr. Denn Penck ist eigentlich Punk. Penck ist Punk, das hätte ihm sicher gefallen.
Wie subversiv es hingegen ist, die Kasseler Dokumente heuer zum ersten Mal auch in Athen stattfinden zu lassen, darüber streiten die Geister. Die Aktion hätte ein Symbol der Versöhnung zwischen Deutschland und Athen sein können. Auch sollte es um die Frage gehen, was die Kunst dem Killerkapitalismus entgegenhalten kann. Doch nicht immer zählt der Wille fürs Werk. Die EU hat dem Schuldenland gerade weitere Sparmaßnahmen in der Höhe von 3,6 Milliarden Euro aufgebrummt und der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis wirft der Documenta, Zitat, Krisentourismus vor. Nil Varol. Die Documenta 14. Erstmals in zwei Städten. Die Weltkunstschau eröffnete vor knapp 4 Wochen nicht in Kassel, sondern hier in Athen. Die Diskussionen im Vorfeld waren kontrovers. Die Stichworte Krisentourismus, Orientalismus, deutscher Paternalismus. Vor allem die griechische Presse war skeptisch. Einige Leute waren vom Arbeitstitel Von Athen lernen verärgert, weil sie dachten, das Documenta-Team wolle kommen und die Griechen belehren. Ich habe das nicht so gesehen. Selena Vronti ist eine von 10 Journalistinnen, die vom Auswärtigen Amt zu einer Pressereise in Sachen Documenta geladen wurden. Hier in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk treffen sie deutsche Journalisten, die über die Documenta berichten. Diskussionen, Austausch. Es überwiegt Optimismus. Ich denke, das ist eine wunderbare Chance für Athen, verbreiteten Missverständnissen über die griechische Hauptstadt, über Griechenland und die Krise entgegenzutreten. Weil Athen mit der Documenta jetzt im Epizentrum der internationalen Öffentlichkeit und Kunstszene steht. Und auf der anderen Seite kann sich Athen jetzt selbst wieder neu entdecken. Die Athener und andere Griechen können hierher kommen und Dinge über sich und in der Krise verschüttete Kräfte lernen. Neue Energie schöpfen. So verstehe ich das Motto von Athen lernen. Sich, seine Geschichte neu kennenlernen. Zum Beispiel im altehrwürdigen Theater von Piräus. Hier fanden vor 80 Jahren Flüchtlinge aus Kleinasien Unterschlupf. Und erfanden den Rembetiko. Die griechische Schweizerin Alexandra Bach-Zetzis macht daraus in Zeiten neuer Flüchtlingskrisen eine faszinierende Tanzperformance. Athen ist eine Stadt in der Krise. Wir haben viele Probleme, soziale Probleme. Die Menschen haben kein Geld. Vor allem haben sie kein Geld, um sich Kunstausstellungen zu leisten. Da ist die Tatsache, dass die meisten Veranstaltungen der Documenta für Griechen kostenlos sind, sehr gut und wichtig. Kostenloses Essen gibt's beim Begegnungskunstwerk von Rashid Arayin. Die Stadt ist voll von Documenta-Kunst im öffentlichen Raum. Wie der Performance von Prinz Golam am Zeus-Tempel. Doch die Documenta macht es den Bürgern schwer, sie zu finden. Die meisten Athener wissen nichts von der Weltkunstschau, deren Eigenwerbung bewusst unaufdringlich daherkommt. Ich würde beim Verb lernen bleiben. Wenn es um den Prozess des Lernens geht, dann muss man auch Hilfe anbieten. Ich denke, die Documenta sollte ihre Öffentlichkeitsarbeit ändern, gerade weil sie sich dafür entschieden haben, diese Schau zur Hälfte in Athen zu veranstalten. Athen ist bereits durch so viele Phasen der Ungewissheit gegangen, Ungewissheit über die eigene Zukunft. Nur wenn man offensiv, effektiv, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken dafür wirbt, ist die Documenta wirklich offen für die ganze Bevölkerung. Das Museum für zeitgenössische Kunst EMST konnte aus Geldmangel jahrelang nicht öffnen. Ein Ziel von Documenta-Leiter Adam Simcik ist es, Athener Institutionen wie diese langfristig zu stärken. Wir sind ins EMST gegangen, haben die Documenta-Schau dort gesehen. Das war toll. Aber wir wissen nicht, ob und wann die griechischen eigenen Exponate dort gezeigt werden können. Da schwebt noch ein großes Fragezeichen über der Nachhaltigkeit des Projekts, über dem Nach-Documenta-Leben in Athen. Die Documenta in Athen. Eine Provokation. Ein Experiment. Ein Anfang.
Einen Neuanfang versucht auch Martin Roth, der ehemalige Direktor des Londoner Victoria and Albert Museums. Bei der Biennale in Venedig wird er den Pavillon Aserbaidschans kuratieren und hat das Land gestern als, Zitat, Blueprint für Toleranz gelobt. Ernsthaft? Auf der Rangliste zur Pressefreiheit steht Aserbaidschan auf Platz 163 der 180 Länder. Wie er zu seiner überraschenden Schlussfolgerung kommt, hat Roth bislang nicht erklärt. Der Autor Florian Lipusch hingegen hat heute etwas zu feiern, seinen 80. Geburtstag. In Slowenien ist der Sprachvirtuose längst mit den höchsten Auszeichnungen geehrt worden. Im deutschsprachigen Raum, besonders in seiner Heimat Österreich, ist er aber nach wie vor fast ein Unbekannter. Zu Unrecht, findet meine Kollegin Katja Gasser, die den Kärntner Slowenen getroffen hat. Schauplatz Kärnten, der südlichste Winkel Österreichs. Eine Grenzregion. Zwei Sprachen treffen hier aufeinander, das Slowenische und das Deutsche. Der Schriftsteller Florian Lipusch wurde in dieser Gegend 1937 geboren. Bis heute lebt er hier. Florian Lipusch ist Kärntner Slowene. Kärnten ist das einzige Land in Europa, das sich vor einer Sprache fürchtet, schreibt er. Und weiter? Kärnten ist auch das einzige Land in Europa, in dem sich eine Volksgruppe so willig aufsaugen lässt. Schauen Sie, an diesem Ort, wo wir leben, hier in Silach, waren Großmütter und Mütter im KZ, ebenso wie meine Mutter. In diesen Häusern wird heute Deutsch gesprochen. Diese Menschen beteiligen sich heute an deutschnationalem Denken. Sie haben sich anstecken lassen von diesem Denken. Was haben diese Menschen aus der Geschichte gelernt, aus ihrer unmittelbaren Familiengeschichte? Absolut nichts. Im Gegenteil, sie haben die Situation noch verschlechtert. Ihre Vorfahren waren aber im KZ, weil sie Slowenisch gesprochen haben zu Hause. Und ihre Lehre daraus ist, wir sprechen Deutsch. Das Schreiben in slowenischer Sprache. Es war in seinem Falle von Beginn an auch ein politischer Akt, ein Zeichen des Widerstands, eng verwoben mit der Geschichte seiner Mutter. Sie, Maria Karnitscher, von der nur dieses eine Foto erhalten ist, wurde im Spätherbst 1943 als Kärntner Slowenin von zwei Gestapo-Leuten abgeführt, um nie wieder zurückzukehren. Sie hatte wenige Tage davor als Partisanen verkleidete Gestapo-Leute ins Haus gelassen und ging ihnen damit in die Falle. Die Geschichte meiner Mutter ist nicht nur der Grund für mein Schreiben. Sie bestimmt auch maßgeblich mein Verhältnis zu meiner Muttersprache, die ja auch eine ganz andere sein könnte, wäre ich anderswo aufgewachsen. Ich fühle mich verpflichtet, das zu erhalten, was mir meine Mutter gegeben hat, und es aus dieser Kärntner Brühe auf eine schönere Ebene zu heben. Die Sprache ist für mich der allerwichtigste Wert. Maria Karnitscher wurde im KZ Ravensbrück ermordet. Der Name war wichtig. Er besagte, dass sie gelebt hatte. Wer ohne Namen ist, hat auch nicht gelebt, schreibt Florian Lipusch. Vor allem mit und in seinem Roman Boschtschans Flug hat er seiner ermordeten Mutter ein literarisches Denkmal gesetzt. Durch sein gesamtes Werk irrlichtert diese in frühen Jahren erfahrene Katastrophe. Kriegsbedingt konnte Florian Lipusch erst mit 9 Jahren mit dem Schulbesuch beginnen. Es war 1946. Später sollte er Volksschullehrer werden. Seine erste Schule war diese, gelegen an einem von jeder Zivilisation weit entfernten Südkärntner Ort. Es war Kapelle und Schule in einem. Schule und Kirche. Sie hatten für Florian Lipusch von Beginn an eine überlebenswichtige Funktion. Sie waren Fenster in eine andere Welt, in eine Welt jenseits harter Arbeit und bitteren Schweigens. So war auch sein von einem katholischen Priester finanzierter Besuch des legendären Südkärntner Internatsgymnasium Tanzenberg
nicht zuletzt ein großes Abenteuer. Es war ehemals die katholische Kaderschmiede für Anwärter auf das Priesteramt. Die Tanzenberg-Erfahrung bildet den biografischen Hintergrund jenes Romans, mit dem Florian Lipusch auch im deutschen Sprachraum bekannt werden sollte. Śmote Dzidziaka Ciasia, der Zögling Ciasz, übersetzt ursprünglich von Peter Handke und Helga Mraczniczak. Ich würde mir wünschen, am Ende sagen zu können, dass meine Anwesenheit auf Erden nicht ganz umsonst überflüssig gewesen ist. Dass das alles doch einen positiven, humanistischen Sinn gehabt hat. Dass es nicht ganz ins Leere gegangen ist. Der Weg zur Literatur ist nie ein einfacher, schreibt Florian Lipusch. Und dennoch muss sie von dort kommen, aus der Einfachheit. Sie kommt nicht aus der Gesättigtheit und dem Überfluss, sie kommt aus dem Hunger und dem Durst. Zum Schluss möchten wir uns noch vor der israelischen Liedsängerin und Schauspielerin Dalia Lavi verbeugen, die gestern im Alter von 74 Jahren in den USA gestorben ist. Mit ihrer rauchig markanten Stimme hat sie es in den 1970er Jahren regelmäßig in die deutschen Popcharts geschafft. Wir spielen zum Abschied ihren Schlager Ich glaube an die Liebe. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Sonntagskind.